Wer sind eigentlich Deutschlands berühmteste Werbestars? Das ist einfach, finde ich. An eins Clementine von Ariel, dann natürlich Tilly von Palmolive und neuerdings Julia von Nestlé. Ja, ja. Unsere Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat den nächsten Shitstorm an der Backe für ein absurdes Twitter-Video mit dem Chef von Nestlé Deutschland. Nestlé ist Ihnen Begriff, oder? Ja, dieser sympathische Konzern, der zum Beispiel weltweit Wasserrechte kauft und den Menschen dann ihr eigenes Grundwasser in Flaschen zurückvertickt. Unter anderem auch im Süden von Afrika und in Äthiopien. Kurz gesagt, mit solchen Leuten will man eigentlich nicht gesehen werden. Aber die Julia ist sich halt von nichts fies. Essen und Trinken ist wichtig, aber die Frage ist, ist es mit unserer Umwelt gut vereinbar und ist es vor allen Dingen gut für unsere Gesundheit? Ja, diese Fragen können wir im Zusammenhang mit Nestlé Fertigfutter alle klar mit Nein beantworten. Julia Klöckner persönlich verhindert weiter eine einfache Lebensmittelampel, wie den Nutri-Score in Frankreich, der dem Verbraucher auf einen Blick sagen würde, lass die Scheiße im Regal, du fette Sau. Ne? Ja, Entschuldigung, dann kann ich mich doch nicht gleichzeitig mit dem Nestlé-Chef zum PR-Termin treffen. Ist sie jetzt offiziell Lobbyistin oder was? Also ich kann selber denken und die Unterstellung, dass man irgendwie Lobbyist von anderen sei, das ist natürlich sehr sportlich, was Sie da gerade tun. Och danke, sportlich, ja. Das höre ich oft. So, wir schalten mal live nach Berlin zum Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Dort leitet Albrecht Humboldt die neue Abteilung für gesunde Ernährung und dicke Kinder. Herr Humboldt, was sollte denn bitte dieser Auftritt mit dem Nestlé-Mann? Also jetzt ist aber auch langsam mal gut, Herr Welke. Ernährungstipps von dem Moderator, für den das 16:9 Format quasi erfunden wurde. Was war denn bitte an dem Auftritt Werbung? Das war einfach ein nettes Gespräch. Ich habe heute viel Neues erfahren und freue mich, dass wir Unterstützung haben für unsere Innovations- und Reduktionsstrategie. Weniger Zucker, weniger Salz, weniger Fette in den Produkten, die die Bürger gerne mögen. Liegt's an mir oder hat sie gerade gesagt, die Bürger mögen gerne Nestlé-Produkte? Ja, ja, gut, da ist ihr tatsächlich ein Lapsus passiert. Produkte, die die Bürger gerne mögen, das ist natürlich viel zu allgemein. Wir hatten eigentlich mit ihr besprochen, dass sie an der Stelle ein paar konkrete Marken erwähnt. Ich hol das mal kurz nach. Marken wie Cini Mindis, der ideale Start in den Tag für unsere kleinen Diabetiker von morgen. Denn Zucker schmeckt nur mit ganz, ganz viel Zimt. Oder die 5-Minuten-Terrine. Denn manchmal ist Glutamat teuer. Und zum Nachtisch ein schönes Glas Nesquik. Mmh. Ah, flüssige Karies, die auch noch lecker schmeckt. Nesquik. Danke, Laura. Ja, Nesquik. Nesquik ist ein super Beispiel. 100 Gramm Nesquik enthalten gerade mal 76 Gramm Zucker. So, und jetzt will der Nestlé-Konzern freiwillig diesen Zuckergehalt um weitere 5% reduzieren. Dann sind das nur noch 72 Gramm. So, was denn nun noch? Wenn Sie noch mehr Zucker da rausnehmen, schmeckt die Plörre salzig. Was? In über 70 Ländern gibt es Steuern auf ungesunde Lebensmittel, Werbeverbote oder deutliche Warnhinweise auf der Packung. Warum nicht bei uns? Weil das hier immer noch ein freies Land ist, in dem jeder Deutsche selber entscheidet, wie sehr die Hose kneift oder wann die Leber platzt. Weder rationieren wir was, noch geben wir einen Veggie Day vor, noch verbieten wir das eine oder andere Getränk. Unterdessen zeigt die neue britische Steuer Wirkung. Die meisten Getränkehersteller, auch Coca-Cola, haben ihren Zuckeranteil kurz vor dem Start der Abgabe deutlich gesenkt. Ja, England, das kann man nicht vergleichen. Da haben die meisten ja eh keine Zähne mehr. Wir Deutschen setzen weiter auf Freiwilligkeit. Warum sollte die Industrie freiwillig auf billige Geschmacksgeber wie Zucker und Fett verzichten? In Deutschland haben wir nicht mal klare gesetzliche Regeln für Werbung, die sich an Kinder richtet. Ach, ach ja? Meinen Sie etwa die Kinder, die für ihr Leben gern Nuki-Nusseis essen? Nuki-Nusseis. Das nussige Waffeleisvergnügen enthält teilweise echte Nüsse. Ein weiteres Premium-Produkt aus dem Hause Nestlé. Albrecht!
Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Für weitere Videos klickt unten und abonniert auch unseren Channel. Alles im Kasten? Okay, tschüss. Hä? Wo geht's denn hier raus? Hä? Scheiße!